ein kurzer Gedanke. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke. Wie immer nehme ich Sie ein Stück weit mit in meine Innenwelten. Also, ich habe mir noch mal Gedanken darüber gemacht, an welchen Stellen arbeiten Pflegende denn überhaupt? Ja, da bin ich natürlich darauf gekommen, sie arbeiten natürlich in Pflegesettings, in unterschiedlichen, in der ambulanten Pflege, der stationären Pflege, in Tagesstätten, in Akutkrankenhäusern, in speziellen Kliniken und so weiter. Aber sie arbeiten natürlich auch immer mehr in Beratungsinstitutionen, in Krankenkassen, beim medizinischen Dienst, in der Produktentwicklung. Überall dort finden sie mittlerweile zu Recht und Gott sei Dank Pflegende. Und davon ausgehend habe ich dann natürlich weiter gedacht, was müssen denn Pflegende eigentlich alles können, um diese verschiedenen Tätigkeiten zu machen? Natürlich müssen sie eine vernünftige pflegerische Ausbildung haben und die pflegerischen Skills, aber eins der wesentlichen pflegerischen Skills ist natürlich der Umgang mit der Sprache. Reicht das? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und inwieweit oder wird dieses Werkzeug genügend geschult, auch in der Ausbildung oder in der Fort- und Weiterbildung? Wenn ich mir vorstelle, dass Pflegende versuchen müssen, zum Beispiel gegenüber Angehörigen und Patienten im Rahmen von Patientenedukation oder einfacher Aufklärung, versuchen komplexe Sachverhalte herunterzubrechen und den Menschen so darzustellen, dass es auf der einen Seite verständlich ist, aber auf der anderen Seite nicht an Tiefe verliert, dann ist das etwas, was man auch können muss und was man vielleicht lernen muss. Und da stellt sich die Frage, ob dafür Pflegende in den Ausbildungen gut genug vorbereitet werden. Wenn sie dann dazu womöglich noch in Beratungsinstitutionen arbeiten oder beim medizinischen Dienst arbeiten oder bei Institutionen arbeiten, die in die Haushalte kommen und so etwas wie Case Management durchführen, da kommt es natürlich nochmal auf eine ganz andere oder auf eine viel stärkere Art nochmal auf das Miteinander an. Wenn man dort Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet. Und da bezweifle ich tatsächlich, dass Pflegende dafür gut genug ausgebildet sind oftmals. Und ob Institutionen und Organisationen genügend darauf dringen, Pflegende an diesen Stellen weiter fortzubilden. Also wenn ich an meine Ausbildung denke, die ist allerdings schon ziemlich lange her, da spielte das fast überhaupt keine Rolle. Ja, Kommunikation, da haben wir ein bisschen was von Rogers gehört und klientenzentrierter Gesprächsführung. Das war mal so eine Nachmittagsveranstaltung und dann hatte sich das fast erledigt. Das hat sich natürlich Gott sei Dank zu großen Teilen geändert. Wenn ich aber Pflegende frage, ob sie in der Lage sind, eine Fallbesprechung zu moderieren, sowohl in ihrem Ablauf als aber auch auf die einzelnen Bedürfnisse verschiedener Disziplinen dort einzugehen. Wenn ich sie danach frage, was sie denn machen, wenn sie zum Beispiel merken, dass in einer Gruppe, die sie moderieren, dass dort eine aufgeheizte Stimmung ist und so weiter. Ja, dann sind natürlich viele Pflegende, und das ist überhaupt kein Vorwurf, überfragt. Denn wenn man Dinge nicht entsprechend gelernt hat, woher soll man sie denn können? Und auf der anderen Seite wird aber auch dort von uns Pflegenden mittlerweile viel mehr erwartet. Also, darum hier nochmal mein Plädoyer dafür. Das gehört natürlich ganz, ganz stark in die Ausbildung und dann in die Fort- und Weiterbildung, die an dieser Stelle dann auch verpflichtend sein müssten. Denn Pflegende müssen mit der Sprache umgehen können, mit Sprache jonglieren können. Ja? Man kann eben halt Gott sei Dank nicht mehr nur noch funktional pflegen, sondern man muss sich auf die Menschen einlassen. Und man muss in der Lage sein, im multidisziplinären Team miteinander auszukommen und solche Besprechungen zu moderieren. Und das ist in meinen Augen auch die Aufgabe der Pflegende. Viel mehr als die Aufgabe der Mediziner. Pflegende sollten solche Fallbesprechungen, solche Case-Management-Situationen moderieren. Denn die sind diejenigen, die am nächsten an den Menschen dran sind und in der Regel am meisten wissen über die Person. Insofern glaube ich, dass wir alle darauf dringen müssen, dass dies
viel, viel stärker in den Fokus genommen wird, sowohl in Aus- als auch in Weiterbildung. Und das wäre mir nochmal an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Wenn Sie dazu gute Ideen haben oder wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen schildern wollen, tun Sie das, machen Sie das unter diesem Beitrag, im Podcast, auf unserem Blog oder auf unserer eigens dafür gestalteten Seite. Nur ein kurzer Gedanke auf unserem Blog, wo Sie sich zu diesen Gedanken äußern können. Ich bin gespannt darauf. Bis bald. Nur ein kurzer Gedanke.